leben in Zeiten der Inflation, in der Inflation der Bilder, im Bildersturm. In der heutigen Zeit werden so viele Bilder gemacht, das gab es noch nie. Bilder werden gemacht, Bilder werden sofort wieder gelöscht. Designer machen Bilder, Modemacher machen Bilder, Grafiker machen Bilder, alle machen sie Bilder. Wir können nur ankämpfen gegen diese Bilder, mit unseren Bildern. Mein Name ist Georg Jirschi, geboren in der Tschechischen Republik. Ich bin 50 Jahre alt, male und lebe in Mannheim. In der heutigen Zeit hat sich das Verhältnis zu Bildern generell verändert. Mit dem Internet, YouTube, Digitalkameras und iPhone sind allen Bilder jederzeit und überall verfügbar. Heute muss jeder Mensch in irgendeiner Weise visuelle Kompetenz entwickeln. Ohne das Wissen über die Wirkung von Bildern sind wir sonst der Außenwelt mit all ihren Manipulationen ausgeliefert. Deshalb auch nervt mich Werbung, nicht nur weil sie meinen Geschmack und Verstand beleidigt, sondern weil sie sich getarnt, zum Beispiel als Kunst oder als Dokumentation oder Nachricht durch die Hintertür in meinen Kopf einzuschleichen versucht. Link und unanständig, weil selbst ich als geschulter Bildfetischist das manchmal kaum erkenne. Jeder Arsch, der seine Produkte verkaufen will, gibt ihnen den Anstrich von Kunst. Mode ist Kunst, Design und Inneneinrichtungen sind Kunst, Architektur ist Kunst, selbst Bier und Nudeln sind heute Kunst. Das hat viele Künstler veranlasst, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Auch ich habe mich eine Zeit lang in einer Konkurrenzsituation dazu gesehen. Ja, ich habe mich teilweise sogar bedroht gefühlt durch diese visuelle Flut, die so geschniegelt und gestriegelt niemals von mir gemacht werden kann. Aber in Wirklichkeit ist hinter der durchgestylten Oberfläche nur Armseligkeit und üble Wichtigtuerei. Werbung und Design sind darauf aus, uns einzuwickeln. Sie wollen uns etwas andrehen. Manchmal nützlich, manchmal auch nicht. Sie wollen in uns einen Bedarf wecken, uns verführen, zum Konsum anhalten. Wir werden eingewickelt, ausgenutzt und ausgespuckt. Als Verfügungsmasse perfide verarscht. Gute Kunst hat ihre eigenen Qualitäten, die Designer, Modemacher und Werber gern hätten, aber gerade daran scheitern müssen. Kunst kann tragisch, grundlos, glücklich und traurig sein. Hässlich, schön und abstoßend. Und alles frei von irgendeiner Absicht und ohne Nutzen. Kunst hat andere Aufgaben, andere Ideen und andere Ziele.
Die Arbeiten, die jetzt hier stehen, sind ältere Arbeiten. Die sind damals unter dem Eindruck der Finanzkrise entstanden. Die Bezüge waren sehr politisch oder leicht politisch gewesen. Ich habe damals mit Zeitungsausschnitten gearbeitet. Ich habe die gesammelt und die dann in meine Bilder verwurstet, sozusagen. Bei vielen Ansätzen mit der Farbigkeit und auch mit der Ausführung kann man schon erkennen, dass die so eine Art Überleitung zu meinen neuen Arbeiten darstellen. Das ist auch so eine Tumultszene, die ich aus einem Zeitungsausschnitt mal rausgenommen habe. Und hier war es mir wichtig, mit einer gebrochenen Farbpalette zu arbeiten, also gar keine Farbigkeit mehr reinzukriegen oder, wie soll man sagen, mit Grautönen Farbigkeit zu erzeugen, sagen wir es mal so. Gelbgrau, Blaugrau, Rotgrau und dadurch auch versuchen, eine andere Art von Komposition herzustellen. Jetzt auch eins der letzten Bilder, die ich in dieser Art gemalt habe. Das ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich finde, das steht als ganz wichtiges Bild in meiner Arbeit da, weil hier ist deutlich dann der Übergang in diese Farbflächenmalerei und in diese Zergliederung zu sehen. Also man sieht schon, dass hier wird schon keine Hose mehr gemalt. Oder es werden auch diese Anzüge nicht mehr gemalt. Ja, es verschwimmt im Hintergrund. Sachen sind angedeutet. In den Helmen sieht man natürlich noch ein bisschen diesen malerischen Duktus, den ich immer noch beibehalten habe. Aber man sieht in den einzelnen Details eigentlich, wo es hinführt. In dem Moment, in dem ich eine Fotografie in Malerei transformiere, ist es wie eine Wiedergeburt und es entstehen neue Fragen. Ich habe dieses Foto auf dem Sperrmüll gefunden, mit mehreren anderen Fotos zusammen, und da hat sich mir die Frage gestellt, was denn übrig bleibt eigentlich von so einer Fotografie und von den Menschen, die auf dieser Fotografie abgebildet sind. Und bei diesem Bild sieht man ja auch deutlich, das ist kurz nach dem Ersten Weltkrieg wahrscheinlich entstanden, als eine Art Familienerinnerungsbild, hat hier auf dem Waldhof gelegen. Und ja, die Menschen werden heute nicht mehr leben. Die sind wahrscheinlich schon lang gestorben. Und das Bild lag im Dreck, im Sperrmüll, hatte für niemanden mehr eine Bedeutung. Und ich habe dem Bild sozusagen, dadurch, dass ich das in die Malerei übertragen habe, habe ich dem eine gewisse Zeitlosigkeit gegeben und dem auch wieder einen Wert zurückgegeben und auch den Menschen, die da drauf sind, obwohl die wahrscheinlich nicht mehr bekannt sind. Das ist das Bild Aerobic-Abend. Und da habe ich mit diesen Flächen gearbeitet, Flächenzerlegungen und mit der Farbanmutung. Da habe ich versucht, dieses 70er-Jahre-Feeling in das Bild reinzubringen. Ich denke mal, ich habe grundsätzlich ein anderes Verhältnis zu Bildern und zu Fotografien. Und dabei ist es bei der Arbeit an meinen Bildern gar nicht so wichtig, was das Publikum denkt oder was das Publikum sehen will, sondern wichtig ist es, was ich
in dem Bild sehe. Darauf konzentriere ich mich. Und ja, in dieser Fotografie stecken sogar noch mehr wie nur dieses eine Bild. Und da würde ich, ja, ich würde sagen, das Bild an sich ist das Zentrum meiner Arbeit. Eine klare Entscheidung, Künstler zu werden, gab es bei mir nicht. Es gab allerdings viele Schlüsselerlebnisse, die dann dazu führten, dass ich am Ende Künstler wurde. Gelernt habe ich Werkzeugmacher bei Opel in Rüsselsheim. Nach der Lehre habe ich dann erstmal 2 Jahre am Band im Akkord gearbeitet. Damals wurde da noch der Ascona und Rekord gebaut. Dann wechselte ich in den Werkzeugbau, da habe ich hauptsächlich an den schweren Gesenkwerkzeugen mitgearbeitet. Chassis und Kotflügel für den Kadett haben wir da wochenlang eingeschliffen. Opel hat junge Mechaniker gesucht, das war die Zeit, als der erste Omega gebaut wurde. Ich habe mich beworben und war beim Aufbau der zu der Zeit wohl modernsten Produktionstechnik mit dabei. Als ich da aufhörte, war ich Kolonneführer der Mechaniker im Tür- und Cockpitmodul. Routine und Langeweile im Beruf war für mich immer der Auslöser für was Neues. Deshalb wechselte ich auch dann in die Endmontage, als da ein Schichtführer gesucht wurde. Irgendwann ging es da aber auch beruflich nicht weiter. Ich habe das mehr und mehr als berufliche Sackgasse empfunden. So entschied ich mich für den Weg in die Selbstständigkeit. Also habe ich dann den Handwerksmeister gemacht und relativ schnell machte ich einen eigenen Metallbaubetrieb auf. Während meiner Selbstständigkeit bildete ich mich auch immer weiter. Als Schweißfachmann in der Arbeitssicherheit und im Denkmalschutz. Parallel dazu habe ich auch schon künstlerisch gearbeitet. In meinem Betrieb hatte ich da immer um die 10 Beschäftigte. Das hat dann auch einige Jahre gut geklappt. Durch Insolvenzen von anderen Betrieben, die mir die Rechnung nicht zahlten, kam ich selbst in Schwierigkeiten. Und nach langem Kampf führte das zu meiner eigenen Firmeninsolvenz. Die Rückkehr in eine abhängige Beschäftigung war mir mental nicht mehr möglich. Das war für mich eigentlich the point of no return. Da ich mich zuvor schon seit Jahren semiprofessionell mit Kunst beschäftigt habe, war das einfach mein weiterer Weg. Damals stand ich in Darmstadt in meinem Atelier. Und mir wurde bewusst, wie sehr sich die künstlerische Arbeit von allem unterschied, was ich zuvor gemacht habe. Ich habe mich dann entschieden, nochmal ein 4-jähriges Studium zum bildenden Künstler zu machen, um den theoretischen Unterbau für meine Arbeit zu haben. Ein Künstlerkollege sagte mir, du musst vor allem die Freiheit aushalten können. Und er hat absolut recht. Als Künstler muss man die Freiheit aushalten können. Das bedeutet aber auch, die Sicherheit in der Arbeit nicht zu verlieren. Das heißt, aus sich selbst heraus schöpfen zu können. Auf den Punkt gebracht ist das der wesentliche Unterschied zu meiner früheren Arbeit. Für andere Leute ist Kunst ein Hobby, für mich ist es zum Beruf geworden.
Technische Basteleien sind jetzt für mich ein Hobby. Da hat sich das Verhältnis quasi gedreht. Wir Künstler leisten immer Vorarbeit, ohne zu wissen, ob sich das irgendwann mal auszahlt. Die künstlerische Arbeit beschränkt sich nicht nur auf das Handwerkliche, das dann auf Ausstellungen in Form eines Kunstwerks zu bestaunen ist. Das, was wir tun, ist zum einen eine Form von Wissensarbeit. Lesen, Informationen sammeln, Schlüsse und Rückschlüsse ziehen, Versuch und Irrtum, Scheitern und Erfolg. Da kann ich mich durchaus mit Innovatoren und Erfindern vergleichen. Genauso wie Erfinder tragen wir eine Vision von etwas in uns. Und genauso wie Sie müssen auch wir gegen Zweifel und Widerstände kämpfen. Doch im Gegensatz zu Ingenieuren und Wissenschaftlern, die in irgendeiner Entwicklungsabteilung der Industrie an technischen Innovationen der Zukunft forschen, wird uns diese Arbeit nicht bezahlt. Eine der schwierigsten Aufgaben, dem sich ein Künstler stellen muss, ist das künstlerische Überleben. Wir müssen in der Kunst lernen, trotz zahlreicher Verluste, uns dadurch nicht aus der Bahn werfen zu lassen, sondern unser Ziel weiterverfolgen. Auch hier kann man wieder Vergleiche ziehen. Rudolf Diesel litt an permanenter Erschöpfung, Karl Dreis wurde ausgelacht und als Idiot bezeichnet und Karl Benz stand vor dem finanziellen Ruin. Und lange Zeit war nicht klar, ob das, was sie tun, irgendwann mal Erfolg haben wird. Als Künstler steckt man selbst immer wieder in einer Zwickmühle von Schaffen wollen und Problemen, die der Alltag so mit sich bringt. Und selbst erfolgreiche Künstler sind von dieser mentalen Arbeitsleistung nicht erlöst. Da kann der ein oder andere, der diesen Druck nicht aushält, schon mal seinen Trost in den Drogen suchen. Dazu möchte ich sagen, Kurt Cobain, Van Gogh, Philip Seymour und Amy Winehouse waren nicht wegen ihrem Drogenkonsum gute Künstler, sondern trotz ihrer Sucht machten sie gute Kunst.
An dieser Stelle möchte ich etwas über meinen Freund und künstlerischen Mentor Heinrich Kahlenberg erzählen. Es gibt da einen Künstler hier in Darmstadt, der kann dir bei deiner eigenen künstlerischen Entwicklung weiterhelfen. Über diesen Tipp lernte ich Heinrich Sven Kahlenberg kennen. Und über die Jahre entwickelte sich eine Freundschaft über die Kunst hinaus. Er war sozusagen mein Mentor, der mich in die professionelle künstlerische Arbeit eingeführt hat. Hier hatte ich einen Menschen gefunden, der die Leidenschaft am Zeichnen und an der Kunst im Allgemeinen genauso liebte wie ich selbst. Er lebte in seiner Galerie in einem typischen Darmstädter Hinterhof und lud sich regelmäßig Freunde ein. Wir trafen uns damals jeden Montagabend und die Anwesenden porträtierten sich gegenseitig. Kritik und das gemeinsame Betrachten der entstandenen Arbeiten gehörten natürlich dazu. Im Sommer saßen wir oft, bis es dunkel wurde, unter einer Platane, die vor der Galerie wuchs, und zogen uns dann irgendwann ins Atelier zurück. Einige Leute kamen regelmäßig und andere nur kurze Zeit. Wir sprachen oft von Werten, Dingen und Orten, die uns wichtig waren. Ich begann selbst, Ausstellungen in meinem Betrieb zu organisieren. Freitagsnachmittag wurden die Maschinen zur Seite geräumt und Stellwände für die Kunstausstellung am Wochenende wurden aufgebaut. Heinrich sowie einige aus dem Montagskreis und viele Künstler aus der Umgebung nahmen im Laufe der Zeit an diesen Ausstellungen teil. Heinrich war es auch, der mir in seiner Galerie meine erste Einzelausstellung ermöglichte. Die Ausstellung Desastres in der Landwehrgalerie wurde dann aber auch zu meiner ersten künstlerischen Prüfung, die meine Selbstzweifel so groß werden ließ, dass ich beinahe mit der Kunst aufgehört hätte. Was war passiert? Im Sinne von öffentlicher Kunstkritik in einer Darmstädter Tageszeitung, die von einem regional berühmten Kritiker verfasst wurde, wurde ich förmlich in der Luft zerrissen. So kam es mir damals jedenfalls vor. Durch Heinrich lernte ich auch die negativen Seiten eines Künstlerlebens kennen, die mich im Endeffekt darauf vorbereiteten, was es für Konsequenzen hat, diesen Weg zu gehen. Aus Freundschaft habe ich oft über Heinrichs Süchte hinweggesehen. Doch in seinen letzten Lebensjahren waren sie so deutlich, dass er selbst die Sicherheit in seiner Arbeit, wofür ich ihn immer beneidet hatte, verlor. Während der letzten Monate seines Lebens zeichnete sich der psychische Zerfall überdeutlich ab. Medikamente, die er offenbar unkontrolliert einnahm, und der Alkoholkonsum, den er sich zumutete, ertrug sein Körper am Ende nicht mehr. Neben der Trauer bin ich stolz und zugleich froh, Teil seines Lebens gewesen zu sein, von ihm gelernt und einen interessanten und interessierten Menschen gefunden zu haben. Am 19. Januar 2010 verstarb Heinrich Sven Kahlenberg im Alter von 47 Jahren in nächtlicher Stunde an Herz-Kreislauf-Versagen. Mit diesem Beispiel vor Augen habe ich aus diesen Erfahrungen meine eigenen Schlüsse gezogen. Auch wenn viele Künstler meinen, dass Süchte zur Arbeit dazugehören, sollte einem bewusst sein, dass nicht jeder die Konstitution von Lemmy von Motorhead hat. Ich jedenfalls habe diese Konstitution nicht und will meine Sicherheit in der künstlerischen Arbeit nicht gefährden. Es war Arbeit genug, diese zu finden.
Auf diesem Thron möchte ich etwas über den Kunstmarkt und seine Auswüchse erzählen. Bewunderung möchte ich den Künstlern aussprechen, die den Kunstmarkt als ihr Podium fürs Kunstmachen entdeckt haben und das Spiel um Geld und Einfluss auf die Spitze treiben. Allerdings sehe ich die dabei entstandenen Arbeiten eher als Performance. Damien Hirst, Takeshi Murakami und Jeff Koons haben wie sonst keine, vielleicht noch mit Andy Warhol vergleichbar, den Kunstmarkt als das entlarvt, was er ist. Ein gieriger, geldgeiler, perverser Sack, der über Leichen geht. Ein zutreffendes Bild ist da die Figur des Gordon Gekko in Oliver Stones Film Wall Street. Was bedeutet das eigentlich für alle anderen Künstler? Ein im allgemeinen Denken verwurzelter Irrtum ist, dass Kunst auf einem sogenannten Kunstmarkt entsteht oder von einem solchen gefördert wird. Denn seien wir mal ehrlich, und das hat Markus Lippertz mit einem Satz ganz treffend auf den Punkt gebracht. Die Tatsache, dass Künstler von ihrer Arbeit leben können, ist eigentlich ein neues Phänomen. Zitat Ende. Das Kunstumfeld und der Sekundärmarkt hat allerdings schon immer gut davon gelebt. Auf vielen Ausstellungen macht der Wein-, Bier- und Einladungskartendruck mehr Umsatz als der Kunstverkauf. Viele glauben, dass Kunst erst dann zu Kunst wird, wenn sie institutionell unterstützt wird. Wenn man als Künstler von irgendwelchen Kuratoren ausgewählt und endlich mal ausgestellt wird. Meine Analyse: Erstens, Kunstmarkt funktioniert, aber nicht für alle Künstler. Zweitens, institutionelle Kunstförderung liegt eher jenen, die dieses Lied gut spielen können. Und jetzt stellt sich mir die Frage, gibt es einen dritten Weg? Mannheim, erst 400 Jahre jung, die Stadt der Industriearbeit und der Hochkultur. Mannheim, aber auch Musikstadt, Ort der Popkultur. Joel Fleming, die Söhne Mannheims, Charlie Graf, Charles Bukowskis Lieblingsstadt. Und ebenso Teil der Popkultur, der weltberühmte Monomer Dreck. Mannheim, aber auch Ursprung des Individualverkehrs. Mannheim, aber auch Gründerstadt, denn nirgends kann man künstlerische und technische Disziplinen so gut verbinden wie hier. Mannheim, aber auch die Stadt, die Schillers Räuber berühmt machte. Mannheim bietet eigentlich genügend Inspirationsfelder. Aber was ist eigentlich mit den Künstlern los?
Unsere Zeit hat wie alle anderen Zeiten davor ihre eigenen Probleme. Und wenn ich mal nicht mehr weiter weiß, dann setze ich mich an den Rhein und frage mal den Schiller. Schiller ist in Mannheim immer ein armer Hund geblieben. Und trotzdem, trotz allem, schuf er hier ein wichtiges Werk, die Räuber. Er hat sich von seinem Fürsten nicht vereinnahmen lassen. So floh er doch von Württemberg hierher nach Mannheim. Er hat die relevanten Themen seiner Zeit durchdrungen. Sein großes Thema war die Freiheit. Mein Thema ist die Inflation der Bilder und wie ich ihnen ihren Wert zurückgeben kann. Schiller bewegte damals die Menschen und vor allem die Jugend, sodass sich sogar spontan Räuberbanden bildeten. Wenn man sich den Schiller heute aus der Ferne betrachtet, so wird einem eins klar: Seine Position war immer eine künstlerische Position. Wenn man sich heute an Schiller orientieren will, um seine künstlerische Position zu finden, so bedeutet das, neue Felder zu bestellen und sich nicht vereinnahmen zu lassen. Schiller hat nicht seinem Fürst gedient, aber immer seinem Werk. Gedient hat er. So viel zur künstlerischen Freiheit. Hier stehen wir am Wohnhaus von Karl und Bertha Benz. Hier haben sie ihren Lebensabend verbracht. Und für den Mann hinter der Kamera hat dieser Ort auch eine symbolische Bedeutung. Selten werden Schiller und Dreis gemeinsam wahrgenommen. Während die Franzosen ihrem König den Kopf abschlugen und die Revolution im Gang war, herrschte in Deutschland noch die Kleinstaaterei und das bedrückende Klima der Innerlichkeit. Beide, Schiller wie auch Dreis, kann man als Freiheitssucher betrachten. Wobei Schiller für die politische
und 3 für die individuelle Bewegungsfreiheit steht. Heute stehe ich hier im Garten vor der ersten Garage der Welt. Und auf diesem Platz hier kann man sich durchaus auch noch den Benz vorstellen, wie er samstags sein Auto rausholt und mit der Familie zur Spritztour aufbricht. Vielleicht ist es uns ja heute nicht mehr bewusst, aber das Automobil wurde inspiriert durch das Fahrrad. Und die Automobilindustrie ging aus der Fahrradindustrie hervor. Hier an diesem Ort ist der Erfinder nicht nur als Erfinder interessant, sondern er erzählt auch etwas über unsere deutsche Mentalität und über unsere Auffassung von privater Freiheit. Überspitzt gesagt, my home is my castle und freie Fahrt für freie Bürger. Die uns Deutschen innenliegende Heils- und Freiheitserwartung an die Technik zeigt sich nicht nur bei Benz, sondern schon früher mit Friedrich List. Der Politiker, Ökonom und Zeitgenosse von Drais hatte die Vision, die Kleinstaaterei kann durch den Ausbau des Eisenbahnwesens überwunden werden. Mit dieser Vision ist er leider gescheitert. List und Drais gehören zu den tragischen Visionären, die Früchte ihrer Arbeit nicht mehr selbst erleben konnten. In gewisser Weise hat Karl Benz ihre Visionen glücklich zum Abschluss gebracht. Winfried Kretschmann stellt den Individualverkehr in seiner heutigen Form in Frage und sagt, dass wir neue, nachhaltige Ideen brauchen. Unrecht hat er damit nicht. Allein in der deutschen Geschichte gibt es gleich 3 Visionäre, die für die Idee des nachhaltigen Wirtschaftens stehen können. Hans Karl von Karlowitz, Karl Drais und Rudolf Diesel. Rudolf Diesel erhielt auf der Pariser Weltausstellung nicht nur einen Preis für seinen innovativen Motor, er betrieb diesen auch schon mit Erdnussöl, so dass er sich damals schon über die Endlichkeit fossiler Brennstoffe bewusst war. Stets lehnte er die militärische Nutzung für seine Innovation ab. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf die Aufgaben, die uns Künstler betreffen, verweisen. Ein mögliches Thema habe ich ja schon benannt. Das ist die mediale Inflation und deren Auswirkungen. Ein weiteres Thema wäre die Nachhaltigkeit. Und ein drittes Thema ist der dramatische Umbruch in der Arbeitswelt. Industrialisierung 4.0 ist derzeit in aller Munde. Hier sind Menschen, die die Heilsversprechen der Wirtschaft und Politik und deren Technologiehörigkeit in Frage stellen, wichtig. Wichtig, und das nicht aus Technikfeindlichkeit, sondern damit wir Innovationen gegen die destruktiven Auswirkungen, die der technische Fortschritt mit sich bringt, entwickeln. Josef Weizenbaum, der Techniker und Philosoph, kann genau für diesen Anspruch stehen. Er schrieb ein Buch mit dem Titel Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Nur um klarzustellen, dass Menschen keine Maschinen sind und dass man sie auch nicht wie Maschinen behandeln soll. Eine künstlerische Position einzunehmen bedeutet nicht automatisch gegen etwas zu sein. Helmut Plessner sagte, Ideen sterben immer wieder nur durch Ideen. Und da ist es für uns wichtig, sich für die richtigen Ideen einzusetzen.
Hier können wir etwas Essentielles von Bertha Benz lernen, die der Idee des Automobils erst durch ihre Beherztheit und ihren Mut, durch die Fahrt von Ladenburg nach Pforzheim, erst die richtige Bühne und Öffentlichkeit geschaffen hat. So wie Bertha Benz hier in Wiesloch an einer Apotheke Halt gemacht hat, um Benzin zu besorgen, so können wir für den Treibstoff der Zukunft sorgen. Gemeinsam mit Gründern können wir eine nachhaltige Wirtschaft auf den Weg bringen. Um eine Bühne für nachhaltige Ideen zu schaffen, kann ich mir keinen besseren Ort vorstellen als Mannheim.